Willkommen zurück. Starten wir rein ins nächste Kapitel unseres Online-Kurses "So verhandeln Sie Ihre Wohnraumfinanzierung richtig". In diesem Kapitel beschäftigen wir uns vor allem mit dem Thema Sicherheit. Grundsätzlich können wir im Zusammenhang mit Wohnraumfinanzierungen unterschiedliche Arten von Sicherheiten verknüpfen bzw. diese der Bank zur Verfügung stellen bzw. auch anbieten. Zu diesen Möglichkeiten zählen einerseits Hypotheken, also die Immobilie als solches oder ihre Wohnung, Bürgschaften, Realschuldnerschaften, Garantien, aber auch Lohn- und Gehaltsverpfändungen können ebenso als Sicherheit dienen wie Versicherungen oder auch sonstige Sicherheiten. In dieser Lektion beschäftigen wir uns vor allem mit der Hypothek. Also unter der Hypothek verstehen wir, dass Sie Ihrer Bank erlauben, Ihre Immobilie, Ihr Grundstück oder Ihr Haus als Sicherheit zu verwenden. Welche Auswirkungen kann diese Sicherheit auf Sie haben? Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen irgendwann nicht mehr in der Lage sein, diesen Kredit zu bedienen, so startet ganz normal klassisch der Mahnlauf, erste Mahnung, zweite Mahnung, dritte Mahnung. Und in weiterer Folge erhalten Sie dann die Fälligstellung, beziehungsweise wenn Sie dann immer noch nicht reagieren, werden alle vorhandenen Sicherheiten versucht zu verwerten. In erster Linie natürlich Sicherheiten, die einfach zu verwerten sind, wie zum Beispiel Sparbücher oder aber auch Versicherungen, welche rückgekauft werden können und einen gewissen Wert darstellen. Ebenso geht die Bank dann auf eventuelle Bürgen bzw. andere Kreditnehmer darauf zu und fordert von diesen die monatlichen Belastungen an bzw. auch den Rückstand ein. Reicht dies alles nicht aus, dann ist Ihre Bank, wenn Sie ihr die Hypothek als Sicherstellung geben, dazu in der Lage, Ihre Immobilie, Ihr Grundstück oder Ihre Wohnung zu versteigern. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie letztendlich der ersteigerte Wert sich ergibt und inwieweit dann dadurch eben der Kredit bedient werden kann. Faktum ist, wenn Ihre Bank eine hypothekarische Sicherstellung hat, könnte es im allerschlimmsten Fall dazu kommen, dass Sie Ihre Wohnung, Ihr Haus oder Ihr Grundstück verlieren. In der nächsten Lektion beschäftigen wir uns jetzt mit den Bürgschaften.